irgendwie sinnesgemäß, es klappt nicht. Wir laufen übrigens Funktioniert jetzt wieder. Ich habe mich gerade entschlossen, kurzfristig trotzdem für YouTube aufzunehmen, auch wenn wir heute nicht spielen werden, Warum da nicht? unter anderem Drunken fehlt. Nicht unter anderem, Toll. da nur Drunken fehlt. Boah, ich habe You Don't Know Jack produziert und es ist auf Platz 1 der Charts. Ist das nicht geil? Das ist total cool. Ja, ne? Ja, Ach, jetzt kommen im Chat auch wieder nur so Halbwahrheiten. Ein Terabyte ist zu groß für FAT32. Nein, 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 nein. Das stimmt alles nicht. Nicht? Es ist im FAT32-System gibt es so eine Restriktion, was Dateigrößen angeht, aber nur, Das stimmt, glaube 4 ich, dass Gigabyte. Genau, eine Datei halt nicht größer als 4 GB sein kann. Aber insgesamt darf die auch 5, 8 Terabyte. was weiß ich, was sagt man da in höheren Gefilden? Ektoplasma Byte. Nee, 1000. 8 TB darf die groß Ja. sein. Woraus auch immer 8 TB sind. Ich bin echt Komm. sauer, ey. Ich habe keinen Bock, wieder diese 40 GB da einzubauen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt die alte Festplatte wieder einbaue, geht es immer noch nicht. Weil das geht hier wieder in der Tabelle nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall darf sie bestimmt größer sein als 4 GB. Ja. Weil nur eine Datei so groß sein kann. Ja, wollte ich was sagen tatsächlich? Ich glaube nicht. Ach so, Mpox, doch, ich wollte dich was fragen. Kennst du diese Swipe-Tastatur für Android? Hast du Ja, die mal habe ich. ausprobiert? Die ist echt cool, ne? Wenn man sich daran gewöhnt hat, meine Schwester ist da absoluter Highscorer. Die Ich kann da so bin schnell was überrascht. schreiben, das ist der absolute Hammer. Wie gut das auch klappt, also echt. Das hat mich Ja, überrascht. man Naja, muss sich gut, daran aber. gewöhnen. Ich tippe aber immer noch. Also ich swipe nicht, sondern tippe. Ah. Ja, Barlow, erzähl was Spannendes. Erzähl Ich einen musste nur Witz. gerade Aluminiumhut antworten, der mich So. fragte, ob ich mir auch die Rechte an meinen Let's Play sichere. Und ich bin gerade total verwundert. Was meint er? Ob ich mir die Rechte an Let's Plays sichere. Und ich dachte, was meint der Mensch? Wahrscheinlich an dem Spiel an sich. Ja, richtig, das meinte er auch. Aber also, Aber wenn schon, du, dass sie. ja, was willst du sagen? Nein, 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 sag du ruhig. Ja, wenn du Rezensionsmuster bekommst von einem Spiel, dann bekommst du sie mit der Erlaubnis, alles zu machen, was zu einer Rezension gehört. Das heißt also auch Screenshots oder heutzutage halt Videomaterial davon zu veröffentlichen. Das ist Ja, richtig. du bekommst dann immer so einen Zettel zu dem Rezensionsmuster, lieber Aluminiumhut, und da steht dann auch drin, dass du zum Beispiel bis Datum X nur die und die Dateien, die auf dem und dem FTP-Server liegen, nutzen darfst, und danach sagen sie dir, ob du alles verwenden darfst, oder manchmal stehen auch tatsächlich Restriktionen drin, dass du manche Sachen nicht in dem Test zeigen darfst oder in der Rezension. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das habe ich mir damals geholt, und da war dann ein Zettel bei, wo stand, man darf das komplette erste Kapitel vom Spiel in seiner Rezension nicht in bewegten Bildern zeigen. Das Es ist dann sind aber auch so meistens Sachen, wenn du Kleinigkeiten. irgendwelche Betas oder Vorabgeschichten bekommst, ne? Ja, genau. Ja. Aber grundlegend gilt, in 99,9% der Fälle, selbst wenn das nicht der Fall wäre, wirst du im Leben selten Schwierigkeiten bekommen, wenn ein Spiel bereits released ist und du eine nur in Anführungszeichen gekaufte Version hast, davon Bildmaterial auf deinem YouTube-Kanal hochzuladen. Gibt es welche, die sind da hinterher wie die Es Feuerwehr? gibt Also welche, aber Microsoft zum Beispiel, die das mögen sind das gar üblicherweise nicht. sehr wenige. Ma. Microsoft mit Halo gab es mal extrem viele Probleme. Und ArenaNet hat mit Guild Wars 2 Ja. auch mal ein bisschen so den Du-Du-Du-Finger geschwungen und da irgendwelche Channel abgemahnt. In der, als das Ding schon released war. Ja, genau. Nee, vorher glaube ich. Das Aber war auch machen sie jetzt auch. danach. Die haben Also halt da die. irgendwie die Bildrechte dran. Haben sie ja alle. Gesichert, ähnlich wie halt Riot zum Beispiel. Also wenn du ja für LOL irgendwas hochlädst, geht es ja Riot nicht darum, dass du es nicht zeigen darfst, sondern es geht einfach lediglich denen darum, dass nur sie Werbung in LOL-Videos auf YouTube schalten wollen. Da darf niemand anders was mit verdienen. Assis. Ja, deswegen ist es Also ja ich ganz mach das cool, nicht, aber ich finde, die sind Assis. in so einem Netzwerk zu sein, weil da dann das Netzwerk quasi so Pauschalrechte mehr oder weniger dann über von gewissen Publishern dann einfach hat. Punkt. Ja, also klar, am besten fragst du natürlich beim Publisher nach, aber ich sag mal, in 99% der Fälle, es ist ja auch fast unmöglich zu verhindern, dass super viele Leute Content von Videogames hochladen.
Und ist ja eigentlich sogar sehr gut für jeden, der ein Spiel veröffentlicht, wenn Content zu dem Spiel auf YouTube zu sehen ist. Weil es halt immer die Verkäufe und das Interesse ankurbelt. Es sei denn, du hast ein Scheißspiel und jeder, der ein Video hochlädt, sagt, was ist das für eine Scheiße? Das ist es tatsächlich bei manchen Spielen, dass die dann einfach so gerade bei, wie sagt man, fällt gerade das Wort nicht ein, wenn ein Film in ein Spiel gepackt wird, ist das eine. Ich weiß nicht. So, so Lizenzscheiße halt, sowas wie Fast and the Furious The Game oder sowas. Oh Gott, ja. Lizenztitel, oder? So Friend-Dings halt. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt ein Wort, fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls sind die auch manchmal hinterher auf YouTube, weil die ganz genau wissen, dass ihre Spiele scheiße sind. Und damit die halt die gehypten Leute, die denken, da kommt jetzt sowas Geiles wie der Film irgendwie ist raus, dass die das dann noch wenigstens mitkaufen. Aber grundlegend lässt sich das sowieso kaum verhindern für Publisher bei einem Spiel, das bereits auf dem Markt ist. Vorher ist es was anderes, weil du die Leute, wenn sie Beta-Zugänge haben, ist der Kreis derer, die spielen können, halt deutlich kleiner, als wenn die Verkaufsversion draußen ist. Und meistens weiß der Publisher auch, wem er alles Beta-Zugänge gegeben hat. Und im Zweifelsfalle sagt er dir, okay, das hast du jetzt einmal gemacht, du kriegst nie wieder einen Beta-Zugang, wenn du weiterhin irgendwelchen Contents veröffentlichst. Aber selbst da war es ja in den meisten Fällen sogar bei Blizzard so, bei Diablo, dass sie den Leuten gesagt haben, hört mal, nehmt's bitte offline und dann war's gut. Bei uns zum Beispiel. Also es ist nicht so wie bei der Musikindustrie, wo es dann, oder bei der ist es auch noch halbwegs aber es, meistens. Es gibt schon extrem viele Leute, die dieses Content-ID-System von YouTube nutzen und da dann quasi Audio-Abschnitte, beziehungsweise das läuft meistens dann über Cutscenes, dass sie verschiedene Bildabfolgen quasi als Content-ID bei YouTube hinterlegen und jeder, der dann zum Beispiel, keine Ahnung, Fallout spielt und in die erste Sequenz reinkommt und dann hast du quasi diesen unwiderruflichen Stempel, weil eben diese Sequenz von Cutscene abgespielt wird und dann klingelt bei dem Content-ID-System vollkommen automatisch bei YouTube eine Alarmglocke und dann kann derjenige, der diese Content-ID, der das eingestellt hat, halt entscheiden, ob dein Kanal gestrikt wird, dass es tatsächlich deine Urheberrechtsverletzung ist und du eine Abmahnung bekommst von YouTube. Oder er kann halt sagen, gib dem dann nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze zu monetarisieren. Das heißt, du kannst es dann nicht mehr monetarisieren. Oder die dritte Möglichkeit ist halt, du kannst es monetarisieren, aber X% gehen dann an den jeweiligen Publisher bzw. Entwickler, je nachdem, wie es gemacht ist. Was also, meistens das die im Zweifelsfall günstiger ist. Aber es ist immer noch eine Mafia-Methode, aber es ist im Zweifelsfall noch die günstigere, weil sie da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Leute berichten darüber und sie bezahlen ja quasi noch dafür, dass sie darüber berichten. Aber ich muss mal gucken, ich habe noch keine Folge hochgeladen, ich werde das in den nächsten Tagen tun. Und es geht ja nicht nur in dem speziellen Fall bei Fallout zum Beispiel darum, dass der Publisher da seine Content-ID bekämpfen kann oder verteidigen kann, sondern wenn du in dem Spiel dein Radio anmachst, kommt da auch Musik. Und da bin ich mal gespannt, ob es da GEMA-Treffer gibt. Ja, also ich habe da jetzt schon schöne Erfahrungen gemacht. Mir wurde ja schon jetzt das dritte Mal der Kanal gestrikt. Aktuell ist unser Kanal sogar gestrikt. Und das ist immer wegen irgendwelcher Missverständnisse. Und du kannst echt nichts dagegen tun. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch so dahinterher, so ein Netzwerk zu finden, weil ich da einfach keinen Bock mehr habe. Du riskierst quasi jedes Mal, wenn du einfach mit einem gekauften Spiel, wo du nicht explizit die Erlaubnis von einem Publisher hast, eben bei einem Rezensionsexemplar oder sowas, riskierst du halt jedes Mal von diesem Content-ID-Schwuchteltum da getroffen zu werden. Das ändert aber nichts daran, daran ändern auch Rezensionsmuster nichts. Grundlegend erstmal. Doch, du kannst dann anders reagieren, weil du dann eine Einverständniserklärung quasi vom Publisher hast. Du bekommst ja immer liebe Medienpartner, bla 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 und damit. Das Problem ist aber dann oft, dass der Publisher nicht derjenige ist, der den Content-ID-Treffer anmahnt. Das ist dann zum Beispiel das Softwarehaus, das irgendwo in den USA sitzt und hat gar nichts mit dem deutschen Publisher zu tun. Und dann gehst du das Risiko ein, dass jetzt was der deutsche Publisher gesagt hat, du darfst darüber was machen. Aber die Amis sagen halt, nee, wir verfolgen das. Und dann kannst du das Risiko eingehen und sagen, ich lege da Einspruch an. Wir haben einen sehr ähnlichen Fall mal gehabt. Da ging es um Pressematerial von einem Spiel. Und in dem Fall hat die FIFA gesagt, ihr Leute, Bing, Strike, das ist unser Material. Wir haben das Material aber auf einer PK bekommen, wo es uns explizit ausgehändigt wurde zur Verwendung in Videobeiträgen. Und dann haben wir auch uns gefragt, legen wir uns jetzt mit der FIFA oder UEFA war es, glaube ich, weiß es gar nicht mehr genau, an, in der Hoffnung,
dass wir, bis es dazu kommt, klarstellen können, dass es in Ordnung war. Oder, was ja noch viel schlimmer gewesen wäre, dass nicht im Zweifelsfalle der PR-Heini einfach einen Fehler gemacht hat und falsches Material hochgeladen hat. Das wäre für uns, er hätte nur sagen können, ja, tut mir leid, das war wohl nicht freigegeben. Aber das hätte uns nichts gebracht, der Strike wäre trotzdem da gewesen. Ist ja... Das ist absolut willkürlich, da hast du schon recht. Beispielsweise ist es jetzt aktuell ja so, dass wir 2012 mal auf unserem Kanal einen YouTube-Strike kassiert haben. Das war in so einem Tops und Flops-Video, wo wir halt ganz, ganz viele Trailer eingespielt haben. Wir haben unsere Flop-10 und Top-10, also 20 Spieler, ergo 20 Trailer, die wurden halt stückelweise abgespielt und darüber wurde aber geredet. Wir haben einfach nur gequatscht, das war quasi wie ein Podcast, der zusammengeschnitten wurde und damit das Ganze halt auch noch visualisiert wird, wurde Bildmaterial vom Publisher drunter gelegt. So, wir laden das Ding hoch und kassieren für das Video, glaube ich, 14 Content-ID-Treffer. Ja, und ein Content-ID-Treffer hat dazu geführt, dass wir gestrikt wurden. Ja, also das heißt, 13 haben quasi nur Content-ID, dürfen nicht monetarisieren und einer hat gesagt, ihr werdet dafür gestrikt. Das absolut Bescheuerte und absolut nicht Nachvollziehbare bei YouTube ist jetzt, dass wir nicht wissen, wer derjenige ist, der da gestrikt hat. Ja? So, das Ding ist, dass du dann hast du erzählt, und so weiter, ja, du kriegst davon nichts ab. Also haben wir bei allen Einspruch eingelegt. So, jetzt haben, mal ganz kurz, weil es jetzt ein kleines Update gibt, dann haben 10 Leute haben den Einspruch zurückgestellt. Und 4 haben sich gar nicht gemeldet. Ja? Mhm. Das verjährt dann nach einem Monat. Und nach einem Monat war der Strike dann draußen. So, alles ist gut. Unser YouTube-Kanal war wieder offen. Und alles konnte so weitergehen wie bisher. Jetzt wiederum, vor knapp einem Monat, kommt plötzlich nochmal ein Content-ID-Treffer auf das gleiche Video, welches wir dummerweise nicht gelöscht haben. Aber es kommt wieder exakt derselbe Content-ID-Treffer von einem der Parteien, der zurückgezogen hat. Ja? Okay. Das ist ja das Willkürliche. So, und unser Kanal wurde wieder gestrikt. Das heißt, dieser Content-ID-Treffer von... Wie kann denn das gehen, dass er zurückzieht und dann sagt, aber jetzt doch nochmal? Automatismus. Also es wird irgendein Fehler quasi in dem Automatismus sein. Hat den, dann hat der Content-ID-Treffer wieder geklingelt, aber... und hat dann die 4, bei denen es verjährt war und wo dann quasi das Ganze noch offen war, also mehr oder weniger in der Schwebe, sozusagen getriggert. Verstehst du? Oh Gott. So. Und jetzt haben wir wieder Einspruch gegen alle eingelegt. Ja, es haben der quasi die getriggert hat, hat schon zurückgezogen, aber die anderen halt nicht. Und jetzt müssen wir wieder auf die Verjährung warten. Oh. Und wir haben aber nicht bei allen Einspruch eingelegt, weil bei einem sind wir so ein bisschen vorsichtig, weil der aus der Musikbranche ist. Und zwar, dann bin ich auch fertig, ist das wieder so willkürlich total bescheuert. Und zwar ist das der Rechteinhaber, der nennt sich CD Baby. Ja, und der moniert in dem Video einen Remix von CD Baby vom Mass Effect Universum, den wir aber nicht verwenden. Der existiert da gar nicht. Wahrscheinlich ist irgendeine Audio-Passage in dem Trailer so dem Remix ähnlich. Oh Gott. Das ist der Content-ID-Treffer von dieser Musik. Das ist wahrscheinlich auf irgendeinem Sampler oder so und das, drauf, dass das klingelt. Das und ist, was auch richtig bescheuert. Blöde ist, wenn sowas passiert durch diese ganzen Kack-Automatismen, du hast in 90% der Fälle kaum oder keinen Ansprechpartner. Du, wenn Null. Das da drin ich steht. An YouTube geschrieben, es meldet sich niemand. Also normalerweise bleibt es dabei, wenn dich dafür jemand anmault, sagen wir es mal so, hast du kaum eine Möglichkeit, das gerade zu rücken, selbst wenn alles in Ordnung gewesen wäre. Eben, und, das macht ja gar keinen Sinn. Also du hast halt auch noch so Geschichten wie Zitatrecht und so weiter und das interessiert halt auch viele von den Suchtools oder von den Algorithmen, die da drüber laufen und vergleichen, welcher Content ist von uns nicht. Die sind halt eingestellt, dass wenn sie das und das wiedererkennen, sie maulen, das ist unser Content und ob du das im Rahmen eines Zitates hättest benutzen dürfen oder nicht, stört die nicht. Das ist denen egal. Ja, das ist... Und du kannst da nichts dagegen machen in vielen Fällen. Also wir haben das Glück gehabt bei dieser FIFA-Geschichte, dass derjenige, der diese Rechte moniert hat, seine Kontaktinformationen da reingeschrieben hat, unter denen wir ihn zwar nicht erreichen konnten für 2 Monate, aber grundlegend wussten wir, wer es war. Aber das ist nicht Pflicht, gut. Das ist ein optionales Feld. Die können einfach sagen, ihr dürft das nicht, Channel kriegt einen Strike
und du hast keine Chance, die Leute zu kontaktieren, weil du noch nicht mal weißt, von wem es ist. Das Problem ist einfach, wenn so viel Masse an Content da ist, wird es einfach irgendwann dazu kommen, dass Automatismen eingefügt werden und die sind dann meistens auf irgendeine Art und Weise bescheuert. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch nicht, wie das läuft. Ich habe zum Beispiel ein kleines Let's Play zu dem Demo von The Last of Us gemacht. Das ist ein Spiel, das wird von Naughty Dog entwickelt und wird von Sony herausgebracht. Ne? Mhm. So, und ich habe dann einen Content-ID-Treffer, aber einen harmlosen, halt, ich durfte es nur nicht monetarisieren, da wir die Videos eh nicht monetarisieren, das ist mir eigentlich wurscht, wurde halt da dieser Content-ID-Treffer gelandet und zwar von, ich habe es mir gerade aufgerufen, The Last of Us von Sony und Naughty Dog, Demo, einfach nur ein Let's Play und der Content-ID-Treffer ist von The Gadget Show Best Gaming Spring 2013. Was? Keine Ahnung. Channel 5 Syndication. Wer ist das? Was hat der für Rechte an diesem Bildmaterial? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube... Was soll ich sagen, was da war? Ich glaube, bei Channel 5 irgendwo wurde das Spiel wahrscheinlich in einer Sendung mal vorgestellt. Ja. Und in der Sendung kam vielleicht ein kurzer Ausschnitt von dieser Passage, die ich da gespielt habe, vor. Und das Content-ID-Treffer-System hat gedacht, ich hätte die ganze Scheiß-Sendung, die ich noch nicht mal gesehen habe, auf YouTube hochgeladen. Ganz also genau. Denke, so ist das zustande gekommen. Die werden, bescheuert. Die werden eine Sendung gemacht haben, wo es auch vermutlich im Vollbild und zu dem Zeitpunkt unkommentiert Szenen aus dieser Demo gegeben hat. Und die, wenn sie ihre Videos hochladen, sind vermutlich auch YouTube-Partner und geben immer an, alles, was wir uploaden, daran haben wir die Rechte und so weiter und so fort. Und daraufhin schlägt deren Content-Suchsystem vor und moniert halt etwas, was ihnen überhaupt nicht mal, also was ihnen ja gar nicht gehört. Aber was halt genauso aussieht wie das, was du dann benutzt hast. Ja, das ist echt geil. Ja, das ist halt das Problem. Das Ding ist halt, dass es so weit gehen kann, dass du Einspruch einlegst und dich dann halt auf dieses Fair Use Übereinkommen da, das ist sowas ähnliches wie Zitatrecht, ein bisschen ausführlicher, dass du dich darauf berufst und du dann irgendeinen da sitzen hast, der gerade echt schlechte Laune hat, dem heiß ist oder so, der dann sagt, was wollen die kleinen Spastis denn aus Deutschland da von mir? Und bam, sagt der, nö, Einspruch, den wehre ich ab. Und dann kann es halt dazu kommen, das unterschreibst du ja auch, wenn du auf Fair Use plädierst, dass dein YouTube-Channel dann unkommentiert einfach gelöscht wird. Der ist dann einfach weg. Also abgesehen davon, dass auch dieser Strike, also zum Beispiel mit einem Strike, mit einem aktiven Strike, kannst du keinem Netzwerk beitreten. Dich nimmt kein Netzwerk mit einem Strike auf, weil die Strikes für das gesamte Netzwerk gelten. Das ist halt auch so ein gefährliches Ding. Ist aber auch logisch, weil du ansonsten immer die Leute hättest, die irgendwelche Scheiße produzieren, dann Unterkanal machen und sagen, ja, aber das war ja nur unser Unterkanal. Also in einem Netzwerk zählt jeder Strike für einen Subkanal, auch für das gesamte Netzwerk. Und bei 3 Strikes, glaube ich, ich weiß nicht, wird dann der Kanal unwiederbringlich gelöscht? Ich weiß es nicht, aber... Ich habe auch schon von einem gehört, der... Der hat Herr der Ringe Synchronisation gemacht, ne? Sowas wie Sinnlos im Weltall oder so. Ja. Also so lustige Synchronisation. Und der verwendet dann halt schon das Filmmaterial, da kann ich es ja noch nachvollziehen, ne? Und synchronisiert das ist schon sehr, sehr Grauzone. Und der wurde auch gestrikt und hat dann Einspruch eingelegt und hat gesagt, er wäre der Rechteinhaber von den Filmsequenzen. Und der Kanal war danach sofort weg. Ja, also das heißt, der konnte sich gar nicht mehr einloggen, als ob der gar nicht existieren würde. Ne? Also das heißt, Username nicht gefunden oder sowas. Also das ist schon... Das ist bitter, vor allem, wenn man halt in so einen Kanal, wie wir das ja auch machen, halt über Monate oder über Jahre sogar viel, viel Arbeit steckt. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 850 Definitiv. Videos oder 800 Videos da drin. Und auch wenn man davon noch nicht seine Miete bezahlen kann, aber also ein bisschen Umsatz macht halt so ein Kanal dann auch schon. Und wenn dann so ein Kram passiert... Das ist halt übel. Ja, deswegen will ich halt, wie gesagt, in so ein Netzwerk, ich würde wirklich hier heulend zusammenbrechen, wenn dieser Kanal einfach so gelöscht werden würde. Ich versuche jetzt diesen Strike irgendwie zu überleben mit dieser Verjährungstaktik. Dann weiß ich spätestens am 24. August Bescheid. Und wenn dann der Strike weg ist, dann drücke ich mir so schnell wie möglich ein Netzwerk und hoffe, dass ich da dann ein bisschen sicherer dran bin. Aber das sind halt auch immer die zwei Seiten der Medaille, was überhaupt inhaltliche Rechte im Internet betrifft. Weil wenn du so eine rechtsfreie Zone draus machst, wo jeder alles benutzen darf, dann lädt jeder, keine Ahnung was, überall eben Herr der Ringe hoch in seinem eigenen Kanal. Ja, eben.
Das willst du natürlich nicht, aber der umgekehrte Fall, der halt zurzeit ist, ist einer, wo es kaum oder gar nicht möglich ist, solche Arten von Verstößen zu begehen. Und wenn du an dieser Schraube so drehst, dass das kaum oder gar nicht möglich ist, dann bedeutet das immer, dass du viele, viele Leute hast, die etwas Erlaubtes machen und dafür von der gleichen Keule getroffen werden. Und das ist halt auch scheiße. Ich würde es halt gut finden, wenn das so laufen würde. Das ist eigentlich relativ einfach, würde nur mehr Rechenressourcen fressen, weil das Content-ID-System nicht ständig über alle Videos läuft, sondern stichprobenhaltig arbeitet mit dem einfachen Hintergedanken, dass irgendwelche Leute, die nur ein, zwei Views haben, genauso viel Traffic bei der Überprüfung in Anspruch nehmen wie irgendeiner mit einer Million Views. Ja, und an der Fülle von Datenvolumen, was da die ganze Zeit in YouTube hochgeladen wird, müsste ja auch ein riesengroßer Traffic, welcher absolut Millionen kostet, dazu verwendet werden, Content-ID-Treffer zu überprüfen. Deswegen ist das nicht permanent. Aber was ganz cool Nicht wäre, nur ist Traffic, halt auch die Rechnerleistung. Rechenleistung, klar. Das ist natürlich die ganze Zeit wird Frame für Frame einfach geschaut, ne? Beziehungsweise es wird wahrscheinlich ein Verfahren geben, was es in Ja, aber komprimierter Art und Weise du macht. brauchst halt x Rechner, die das machen. Die Rechner müssen gewartet werden und Ja. das kostet halt alles Geld. Ich denke einfach, dass es ganz cool wäre, wenn du als gechannelter Partner die Möglichkeit hättest, das Video, bevor es freigeschaltet wird, manuell zu scannen. Ja, und einfach sagst, ist da irgendwas mit los? Und im Vorfeld schon eventuell Dinge zu klären, bevor halt die Kacke am Dampfen ist. Das Ne? wäre allgemein cool, weil wir halt auch schon Fälle hatten, wo wir in Koop mit Leuten etwas gemacht haben. Und nichtsdestotrotz, also wir haben, da ging es auch um Musik, das war halt die Geschichte mit Warner Music, war das Debbie Clark. Und haben mit der ein Interview gemacht und halt auch Ausschnitte aus, also erlaubterweise Ausschnitte aus ihrem Video benutzt. Aber wir konnten nicht vorher klären, dass wir das dürfen. Wir mussten es veröffentlichen, uns die Watsche von YouTube abholen Ja. und dann das Ganze wieder gerade bügeln. Es gab keine Möglichkeit zu sagen, Leute, wir dürfen das. Wir haben von der Plattenfirma die explizite Erlaubnis. Das ist eigentlich bescheuert. Wir Aber dafür gibt es mussten tatsächlich kein eigentlich nur auf System. deren Wort vertrauen. Wir haben halt gesagt, okay, dann klicken wir jetzt diesen Nein, wir dürfen das doch Button und hoffen, dass alle beteiligten Personen in diesem Prozess, sobald wir den Button gedrückt haben, eingeweiht sind in unsere Abmachung. Wann fängt ihr an zu spielen? Redet nicht so viel. Apropos nicht viel reden, du machst jetzt erstmal ein Päuschen. So. Ja, also das hat viele Leute, glaube ich, die gerade im Gaming-Bereich Videos machen, kennen dieses Problem, das man immer wieder halt hat mit diesem Content-ID-Kram. Ja, absolut ätzend. Haben wir das eigentlich Trinken, heute schon bei gesagt. YouTube erwähnt, dass wir nicht zocken werden, weil Drunk nicht da ist? Wir streamen heute auch nicht besonders lange. Also denke ich mal. Mal gucken, wie lange wir halt Lust haben. Ich habe schon mal gedacht, du hast uns vielleicht wieder einen Interviewpartner organisiert oder so. Das war ja Moment sehr mal, spannend es war letztes ja Mal. umgekehrt letztes Mal. Letztes Mal waren wir ja Interviewpartner. Ja, Ja, ich stimmt. weiß. Ja, so gesehen. Wolltest du Call Okay. in Expertenrunde machen oder was? Oh Hund, was Nein, wir machst haben du am denn da Freitag. wieder, kleiner Hund? Am Freitag müsst ihr unbedingt einschalten, alle. Da gibt es wieder neue Venien live mit Barlow. Und dann kommt später wieder Call-in-Expertenrunde. Wobei, wir können das natürlich auch heute machen. Mir egal, ich bin da offen für vieles. Warte Was mal, ich ich hier muss mal ganz nebenbei kurz. meine Spiele entwickeln. Ich muss mal ganz kurz für kleine Jungs. Das heißt, ich mache mal Ja. kurzes Päuschen auch für YouTube. Und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich. Ja, also, was soll